Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wie immer nur die wunderschönsten Menschen der Welt und zusehen sind. Friends, wir geben uns mal wieder die schlechtesten Deutschrap-Lines in der Sexy-Edition. Volume 18, ich bin gespannt, wir schauen direkt rein. Let's go. Oh, warte, Prediction, wer dabei ist. Fast vergessen, Prediction, wer dabei ist. Casey Rebel, King of Rap Bushido, Echo Fresh, Summer Jam, machen wir 4. Fällt mir noch einer ein? 3, 2, 1, Flair. Oh, viele Predictions. Viele Predictions. Du findest Bushido, abgehakt. Meine Mutter tief in meinem Arsch, Junge. Sinanji-Moment. Na, okay. Meine dicken massiv, massiv. Massiv, ja. Massiv ist eigentlich auch oftmals ein guter Call. Wobei ich Massiv sehr sympathisch finde. Ich mag seine Musik nicht, aber ich finde ihn sehr sympathisch. Kreisen um den Mond, NASA. Okay, ja. Bitte, ihr Idioten, werft doch mal einen Blick nach oben. Siehst du den Mond? Ist es nicht der Mond, ist mein linker Hoden. Digga, warum? Warum kommen immer diese Vergleiche, Mann? Das Editing ist immer nice. Ich spring eine Zeit. Casey Rebel auch abgehakt. Bushido, Casey Rebel abgehakt. Es fehlen noch Flair. Es fehlen noch. Digga, wie kann ich schon wieder vergessen, was ich eben gesagt habe? Flair, Echo Fresh, Summer Jam fehlen noch. Alle Rapper fallen um vor Neid. Warte, was hat er gesagt? Ich bringe eine Zeile, Rapper fallen um vor Neid. Neid. Berühmt, berüchtigt und populär. Zieh den Schwanz aus deinem Arsch, mach dein populär. Digga, nice, Mann. Casey, Bruder. Stabil. Damit sind drin. Ah, Kasimir. Kasimir mittlerweile auch guter Call wahrscheinlich. Schade, ja. Ich fühl mich, dreh dich im Kreis. Ja, ich werd Schluss machen und ich werd deine Titten behalten. Er hatte Oralsex mit seinen Opfern, bevor er sie erwürgte. Bruder, ich check's nicht, Mann. Und ich werd... Ich check's null. Ich weiß nicht mal im Ansatz, selbst wie auch immer ich es drehe, wie diese Zeile gemeint sein könnte, dass er sich dachte, ja, Mann, das machen wir. Und dass auch der Beat-Producer gesagt hat, ja, Mann, kommt gut, Bruder, vertrau mir. Oder der Typ, der es abgemischt hat. Egal. Dann zerstückelte er sie und bewahrte seine Lieblingskörperteile von ihnen. Ey, er sieht aber auch ein bisschen creepy aus, wenn man ehrlich ist, Kasimir. Ich weiß nicht, ob es heute für einen schöner Mann reicht hier an dieser Stelle. Ich bin ganz ehrlich mit dir. Oft wochenlang in seiner Wohnung auf. Leer! Wir brauchen nur noch Summer Jam, oder? Warte, habe ich jemanden vergessen? Wir hatten Bushido. Wir hatten Casey Rebel. Wir hatten Flair. Wen hatte ich denn? Bruder, Echo Fresh. Ach, Echo Fresh kommt wahrscheinlich nicht, oder? Summer und Echo brauchen wir noch. Okay. Aber ich bin gut im Callen. Ich bin sehr, sehr gut da drin. In der Wohnung auf. Und ich steck täglich ein weg. Aha. Schon seit Jahren hab ich mir keinen gekollt. Das Einzige, worauf ich mir einen runterhole, ist mein Erfolg. Also hat Flair Erfolg? Fragezeichen. Oh, bitte jetzt so eine Dings über seine Albumplatzierungen. Achso, seit Jahren keine... So true. Schon seit Jahren habe ich mir keinen gekeult. Das Einzige, worauf ich mir einen runterhole, ist mein Erfolg. Gut. Gar nicht gecheckt, aber gut. Ich meine, auch kind of real talk. Bushido zweimal, okay. Sonny Pofik, ich steige in das Ghostship. Sheesh. Stell dir einfach vor, du willst gerade so, suchst einen passenden Einstieg auf dem Beat und du bist so bekannt 2006 als Sonny Black, King of Rap, machst dein Ding und denkst so, ah, wie kann ich das ein bisschen upgraden, den Einstieg? Und jetzt dieses Farid-Meme, wo Farid so macht. Ah, Sonny Pofik. Ich steige in das Ghost Ship. Ach, Bruder, weiß ich nicht. Ich mache jeden Spinner platt, der mich mit Hitlergruß begrüßt. Und wenn ich nichts zu pimpern hab, finde ich die Milka-Kuh auf süß. Ey, aber geiler Flow, Mann. Geiler Flow. Finde ich die Milka-Kuh auch süß. Ja, okay, aber das ist ja extra auf. Das ist eher noch so eine Spaßzeile, würde ich sagen. Fuck! No!
Messesat. Echo Fresh ist dabei. Wir brauchen nur noch Summer Jam. Wir brauchen nur noch Summer the Hammer, the Killer, the Chief. Ich bin gut, Mann. Ich bin sehr, sehr gut. Aber sind auch safe Casey. Casey, Bushido und Flair sind fast schon geschenkt. 5 Kanacken im Schlaraffenland. Ich geh in den Zoo und wichse mit ner Affenhand. Och, weiß ich nicht, Mann. So süßer Affen, Mann. Ich hab gestern auf TikTok ein Video gesehen. Da ist so ein Affe auf einer Ziege geritten im Wald. Da kam so ein Typ mit einer Hand, hat Beeren denen gegeben. Der Affe hat eine Beere in seine Hand gepasst, weil die Hand so klein war. Das war süß. Och, bitte, Platz 1, Summer Jam. Das fällt, als auch du pisser Schiff. Ich ficke deine Oma, benutze dein Blut als Gleitmittel. Kein bitte, Schlampe, Mund auf, wenn ich eindringe. Ich höre, die GIFs passen zu 100% immer so gut. Ich weiß nicht mal, wer das ist. Syllabilspill wahrscheinlich. Platz 1, Summer Jam. Summer Jam nicht dabei heute, aber ey, 4 von 5 Calls. Fuck, bin ich gut, Mann. Ein in dein Slip, Bitch. Not the script für mich. Mein Schwanz in dein Mund, ich nenn ihn Lippenstift. Ey, gute Folge, gute Zeilen dabei, muss ich sagen. Ey, und die Calls heute. Die Calls von mir, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ey, ich glaube, wir haben sogar eine Folge verpasst, die könnten wir uns noch ansehen. Ah, nee, es war was anderes. Das war Deutschrap Businesses oder so. Hier, 10 Arten von Deutschrap Business Moves. Die können wir uns gerne zusammen auch noch ansehen, Freunde. Ich mag solche kleinen, lustigen Videos für zwischendurch immer sehr, sehr gerne. Habt ihr bis dahin einen wunderbaren Tag, Friends. Bleibt fresh, so wie immer natürlich und ciao.